Welche Auffassung haben Sie zum VfUD? Zum Verein für umweltschonende Düngung habe ich eine sehr gute Auffassung. Ich bin durch Zufall nach meiner Rückkehr aus Oberbayern mit Herrn Schütz, der ja einmal Mitarbeiter im Institut für Pflanzenernährung war, bekannt geworden mit diesem Verein und habe herausgefunden, dass dieser Verein, na, ich möchte mal sagen, die Ideologie der Pflanzenernährung und Düngung weiterführt oder weiterführen will, die wir einmal im Institut für Pflanzenernährung erarbeitet hatten. Und deswegen unterstütze ich ihn auch, denn Herr Schütze und auch die anderen Kollegen des Vereins, die Vorstandsmitglieder, sind der gleichen Meinung, wie wir das damals waren, wie ich das auch heute schon hier in diesem Gespräch zum Ausdruck gebracht habe, dass Bodenanalysen und Pflanzenanalysen notwendig sind, dass vor allen Dingen wieder eine staatlich gelenkte, unabhängige Beratung stattfinden muss und dass vor allen Dingen die in einem Land tätigen Wissenschaftler auf diesem Gebiet zusammenarbeiten müssen und nicht unterschiedlich und zum Teil vielleicht sogar gegeneinander. Und deswegen war ich auch sofort bereit, diesen Verein durch meine Unterstützung, durch Analysen, durch entsprechende Berichte und auch durch Vorträge zu unterstützen.